Willkommen zum fünften und letzten Teil modularer Arithmetik, Rechnen mit Resten. Im Grunde genommen geht es beim Rechnen mit Resten um etwas, das uns allen durch den Umgang mit Zeiten, also mit Uhrzeiten, vertraut ist. Rechnen in einem nach oben beschränkten Zahlbereich, den man dann immer wieder so rund läuft. Mal abgesehen davon, dass wir diese Uhrzeit, die hier abgebildet ist, vielleicht unterschiedlich lesen, 5.45 Uhr, Viertel vor 6, 3 Viertel 6, sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass in 15 Minuten, wenn es 5.45 Uhr war, es nicht 5.60 Uhr sein wird. 60 gibt's nicht, da ist man wieder bei 0, also bei 6 Uhr und 0 Minuten. Und wenn wir nicht 15, sondern 85 Minuten nehmen, sind wir wieder bei der 0, nämlich bei 7 Uhr. Oder wir machen es mal mit Stunden, 3 Stunden später ist es 3 Viertel 9, aber weitere 12 Stunden später ist es eben wieder 3 Viertel 9. Wenn wir andererseits wissen wollen, wie viel später es beispielsweise 15 oder 30 Stunden später sein wird, dann können wir stets beliebige Vielfache von 12 abziehen, bis wir bei einer Zahl landen, die kleiner als 12 ist und dann direkt diese Zahl, also bei 15 zum Beispiel 3, auf die aktuelle Uhrzeit drauf addieren und sind uns dann sicher, dass wir die richtige Uhrzeit gefunden haben. Wir können also in der Tat auf eine bestimmte Art mit den Resten rechnen. Die modulare Arithmetik verallgemeinert diese Idee auf beliebige natürliche Zahlen als Reste und ganze Zahlen als Ausgangsmaterial. Da wir bislang noch nicht gesagt haben, was beim Rechnen mit negativen Zahlen das Ergebnis der Division mit Rest überhaupt sein soll, holen wir das hier vorab noch kurz nach. Als Rest bei der Division einer ganzen Zahl a, die positiv oder negativ oder 0 sein kann, durch eine natürliche Zahl b, soll diejenige eindeutig bestimmte, nicht negative ganze Zahl eher verstanden werden, für die man eine Darstellung der Zahl a als ist gleich q mal b plus r findet. Wir gehen wieder kurz an die virtuelle Tafel, um uns klar zu machen, welche Rolle hier das Vorzeichen von a spielt und dass dieses r auch tatsächlich eindeutig bestimmt ist. Also fangen wir mal an. 9 wollen wir rauskriegen, was ist das modulo 5. Division mit Rest müssen wir machen, also 9 geteilt durch 5, das ist gleich 1 mal 5 plus ein Rest 4. Dieser Rest 4, den wir hier haben, für den gilt bereits 0 kleiner gleich 4 kleiner gleich 5. Ja, kleiner als 5 sollte das heißen. So, sonst ist schlecht, muss ja kleiner sein mit dem Rest. Der 5er Rest wäre ja wieder der 0er Rest. So, also hier sind wir jetzt schon fertig. Daraus können wir schon direkt folgern, dass 9 modulo 5 wirklich gleich 4 ist. Aber wie sieht das bei minus 9 aus? Man könnte jetzt versucht sein zu sagen, schreibe ich hier einfach minus davor, ne, also ist minus 4, stimmt das? Oder müssen wir da vielleicht aufpassen? Minus 4 wäre ja blöd, weil minus 4 ist ja irgendwie noch der Rest größer als 5. Können wir 5 drauf addieren, kommen wir auf 1. Aha, ist das dann 1? Schauen wir mal. Minus 9 modulo 5. Da müssen wir jetzt rechnen, 9 geteilt durch 5, aber minus 9 geteilt durch 5. Gut, da kommt raus minus 1 mal 5, ist ja auch nicht schlimm. Und minus 1 mal 5, da müssen wir noch minus 4 rechnen. So, das geht jetzt noch nicht, ne? Minus 4 können wir nicht nehmen, weil minus 4 ist ja noch nicht zwischen 0 und 5. Also gehen wir weiter und sagen, okay, ich ziehe nochmal ab, minus 2 mal 5 ist minus 10 plus 1. Okay, plus 1 und 0 ist jetzt wieder kleiner gleich 1, kleiner als 5. Das ist also tatsächlich der Rest. Das heißt, daraus folgt 9 minus 9 modulo 5 ist gleich 1. So, im Prinzip könnten wir auch minus 4 schreiben, aber da müssen wir halt wieder den 5er noch drauf addieren, damit wir in dem richtigen Bereich liegen. Genau diesen kleinstmöglichen positiven Rest bei der Division durch eine Zahl benötigen wir nun für die modulare Arithmetik. Wir definieren a modulo n als den kleinsten nicht negativen Rest von a bei Division durch n. 9 modulo 5 ergibt also wie gesehen 4 und minus 9 modulo 5 gemäß unseren Überlegungen von gerade 1. Auf der Folie steht jetzt noch eine alternative Schreib- bzw. Sprechweise, nämlich 9 ist kongruent 4 modulo 5, aber die behandeln wir erst in Lektion 5, weil wir dafür Äquivalenzrelationen und Äquivalenzklassen benötigen, um zu verstehen, was eigentlich dieses Kongruent bedeuten soll.
Wir definieren jetzt zunächst einmal für zwei Zahlen a und b, welche aus den Resten entstammen, also zwischen 0 und n minus 1 liegen, die sich bei Division durch Rest mit n ergeben können, eine eigene Addition. Diese Addition nennen wir Addition modulo n und schreiben die mit so einem n als Index beim Pluszeichen, beziehungsweise auch mit einem Dreier, wenn es die Addition modulo 3 ist, mit einem Achter, wenn es die modulo 8 ist. So, jetzt wollen wir eine Addition bestimmen und die Addition bestimmen wir einfach so, dass wir sagen, die Addition von a modulo n mit b ist der eindeutig bestimmte Rest, der sich ergibt, wenn man a und b ganz normal addiert und dann die Division mit Rest auf diese Summe ausführt. Ebenso verfahren wir für die Multiplikation. Der Rest, den das normale Produkt der beiden Zahlen a mal b bei Division durch n ergibt, soll eben das Ergebnis bei der Multiplikation modulo n heißen. Beide Definitionen sind, so wie sie da stehen, sinnvoll, man sagt auch wohl definiert, weil eben die Reste bei Division durch n eindeutig bestimmt sind. Vielleicht noch zwei Zahlenbeispiele. Wenn Sie 4 modulo 8 mit 6 addieren, ergibt das zunächst einmal Summe bilden, 4 plus 6, das ist 10 und 10 modulo 8 ergibt, so oft wie es geht, 8 abziehen, ist 2. Genauso 4 modulo 8 mal 3 ergibt 4 mal 3 modulo 8, das ist dasselbe wie vorne zusammenfassen, 4 mal 3 normale Multiplikation ergibt 12, 12 modulo 8 ist, so oft wie es geht, 8 von 12 abziehen und da kommt 4 heraus. Da wir nur eine endliche Anzahl von Resten für die Zahl n, eben genau n Stück von 0 bis n minus 1 haben, können wir hier das komplette 1 plus 1 bzw. das komplette 1 mal 1 modulo einer bestimmten Zahl auch in so eine Tabelle schreiben. Hier ist das mal gemacht für die Addition und Multiplikation modulo 6. Aus der Tabelle können wir jetzt einige Rechengesetze vielleicht erahnen. Beide Tabellen sind etwa symmetrisch zu dieser ersten Hauptdiagonalen. 1 plus 2 liefert genau dasselbe Ergebnis wie 2 plus 1 und bei allen anderen Additionen ist das auch so. Also ist die Operation Addition kommutativ. In der Tat hat die Addition modulo n im Grunde genommen genau dieselben Eigenschaften, die wir vom Addieren in den ganzen Zahlen gewohnt sind. Sie ist kommutativ, das heißt, wir dürfen a und b vertauschen. Sie ist assoziativ, das heißt, wenn wir drei Zahlen addieren, dürfen wir Klammern weglassen. Und es gibt eine Null, also ein neutrales Element, welches zu a addiert wieder a ergibt. Und das ist sogar die ganz normale Null aus den ganzen Zahlen. Und dann gibt es noch das, was es bei natürlichen Zahlen nicht gibt, aber bei ganzen Zahlen uns eh gewohnt ist. Für alle a existiert ein inverses Element, also sozusagen ein Minus a, welches man zu a addieren kann, so dass sich 0 ergibt. Und bei der 0 ist das halt eben keine negative Zahl, sondern wieder die 0 selbst. Wir hatten schon gesehen, dass man etwa die Kommutativität direkt aus der Additionstabelle als Symmetrie ablesen kann. Auch die anderen Eigenschaften lassen sich recht einfach auf die Definition über die Addition in n zurückführen. Auch die Multiplikation modulo n erbt im Wesentlichen die ganzen Eigenschaften der Multiplikation der ganzen bzw. natürlichen Zahlen. Sie ist auch wieder kommutativ, sie ist assoziativ und es gibt ein neutrales Element, also eine 1, die man mit der Zahl multiplizieren kann, sodass die Zahl wieder selbst herauskommt. Und das ist auch in der Tat wieder die ganz gewöhnliche 1 aus den natürlichen Zahlen. Und die Multiplikation ist distributiv bezüglich der Addition modulo n. Die Beweise können wir uns jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, mal sparen. Einen Unterschied sollten wir uns aber noch ansehen, den es bezüglich der Multiplikation in den natürlichen Zahlen bzw. in den ganzen Zahlen gibt. Wenn wir die Multiplikation modulo einer Primzahl p uns ansehen, dann existiert sogar immer ein Multiplikativ-Inverses, also eine Zahl a' oder 1 durch a, mit der wir a mal nehmen können, so dass 1 herauskommt. Solche Kehrwerte existieren in den natürlichen und ganzen Zahlen bezüglich der normalen Multiplikation ja nicht. Man würde da ja dann genau die Stammbrüche 1 durch a benötigen und die wären ja schon in den rationalen Zahlen.
Wir wollen einmal anhand der Multiplikationstabelle für 3 und 4, also einmal prim, einmal nicht, verifizieren, dass diese Aussage, die da steht, auch wirklich zutrifft. Also schauen wir mal nach Multiplikativ-Inversen bei Multiplikation einmal Modulo 3 und dann nochmal Modulo 4. So, jetzt mal das hier mit Geodreieck nehmen, dass das auch schön wird. Schup. Ja, so viel hätten wir gar nicht gebraucht. Jetzt kann ich das richtig groß schreiben. Das ist ja auch nicht schlimm. So. Also mal 3 und wir bei 3 haben wir ja überhaupt nur 0, 1 und 2. Und hier auch wieder 0, 1 und 2. So, also was kommt denn da raus? 0 mal 0 ist offensichtlich 0 und alles, was ich mit 0 mal nehme, ist sowieso 0. 0 mal 1 ist also auch hier wieder 0, 0 mal 2 ist auch hier wieder 0. Und jetzt 1 mal 1 ist 1 und 1 mal 2 ist 2 und 2 mal 1 ist 2 und 2 mal 2 ergibt jetzt aber wieder die 1. So, und wenn wir jetzt mal nachschauen, bei der Nullzeile gibt es natürlich keinen Kehrwert, aber bei der Einserzeile müssen wir die 1 nehmen, da ist, ist der Kehrwert. 1 mit 1 mal genommen ist wieder 1 und 2 mit 2 mal genommen ist auch wieder 1. Das haut also hin. So, jetzt machen wir dasselbe Spielchen mal für die 4 und werden feststellen, dass wir nicht für alle von 0 verschiedenen Reste dann auch eine Inverse finden können, so dass da 1 rauskommt. Also machen wir das mal. Ich sollte nicht so lange reden, sondern einfach tun. Sie wollen ja mit dem Video auch mal irgendwann fertig werden. Also bei der 4 haben wir die Reste 0, 1, 2 und 3 und hier wieder genauso 0, 1, 2 und 3. Bin ich aber doch mal so schlampig und mal die Trennlinien hier von Hand rein. So, also ein bisschen zittrig ist, das soll sie ja hoffentlich nicht stören. Ja, sieht man sofort, dass das nicht so schön wird. Die Nullerzeile ist wieder relativ uninteressant und die Nullerspalte, da haben wir überall 0 stehen. Einmal 1 ist 1, einmal 2 ist 2, einmal 3 ist 3. Ja, okay, das ist ja alles noch schön. Da haben wir also unser Inverses. Das Inverse für die 1 ist wieder die 1. So, jetzt gehen wir mal weiter. 1 mal 2 ist 2. 2 mal 2 wäre ja jetzt eigentlich auch wieder 2. 2 mal 2 ist 2, wäre 4. 4 geht aber nicht. Das ist ja dann wieder der Nuller. So, 2 mal 3 ist 6. 6 weniger 4 ist 2. Und da sehen wir, wo unser Problem entsteht. Die 2 können wir hier direkt auch wieder hinschreiben. Weil hier ist ja dann auch 2 mal 3 ist 6, lässt also auch wieder den Rest 2. Und dann mache ich die anderen Zeilen vielleicht noch fertig. 1 mal 3 ist 3 und 3 mal 3 ist 9. Minus 4 ist 5, minus 4 ist 1. Also in dieser Zeile haben wir ein Inverses. Für 3 ist das Inverse wieder 3. Aber in der ganzen Zweierzeile bzw. in der Zweierspalte taucht kein einziger Einser auf. Die haben also kein Multiplikativ-Inverses, wohingegen das bei der 3 der Fall ist. Den formalen Beweis, dass solche multiplikativen Inversen immer genau dann existieren, wenn wir da eine Primzahl hernehmen, den überlasse ich wieder der Vorlesung Elementare Zahlentheorie. Einen entscheidenden Schritt werden wir aber noch tun. Bislang haben wir nur gezeigt, dass man mit den Resten bei der Division durch n rechnen kann, also mit Zahlen zwischen 0 und n-1. Die Frage ist jetzt, ob man auch sinnvoll was dazu sagen kann, welche Zahl zum Beispiel sich modulo 8 ergibt, wenn ich 9 und 12 addiere, die ja beide größer als 8 sind, also eigentlich keine Reste. Das führt dann auf den wichtigen Satz von der Homomorphie der Addition bzw. Homomorphie der Multiplikation. Ich lese jetzt mal nicht diese Zeichenketten vor, sondern die Übersetzung in natürliche Sprache. Man kann zwei Zahlen a und b zuerst addieren und dann den Rest bilden oder zunächst die Reste von A und B bilden und diese dann modulo n addieren. Bei beiden Verfahren kommt das gleiche Ergebnis heraus. Und zweitens, man kann auch solche zwei Zahlen zuerst multiplizieren und dann von dem Produkt den Rest bilden oder zunächst die Reste von den beiden einzelnen Zahlen bilden und die dann miteinander multiplizieren modulo n. Beide Verfahren liefern das gleiche Ergebnis. Und das ist besonders interessant, weil bei der Multiplikation recht große Zahlen entstehen. Wenn wir zuerst die Reste bilden, lässt sich viel schneller multiplizieren, weil die Zahlen ja kleiner sind dann.
Man kann das auch noch viel kürzer sagen. Dann sagt man, der Rest der Summe ist gleich der Summe der Reste für den ersten Teil oder der Rest des Produktes ist gleich dem Produkt der Reste. Schauen wir uns mal kurz an, wie das gemeint ist. Wir nehmen mal wieder etwas, was relativ leicht ist, Restklassen Modulo 3. Und wir haben die 16 und die, sagen wir mal, 9. 16 plus 9 ergibt 25, würde ich behaupten. Und wenn man von 25 bestimmen will, was das Modulo 3 ist, dann haben Sie ja wohl die 24, die durch 3 teilbar ist. Also ist das 1. Die Behauptung ist jetzt, das hätten wir gar nicht so rechnen müssen, sondern wir hätten auch schauen können, was ergibt 16 Modulo 3 und dann dazu addieren können, was ergibt 9 Modulo 3. Ja, 9 Modulo 3 ist besonders leicht, das ist nämlich 0, ist ja durch 3 teilbar. 16, da wäre es die 15, das ist also 1 und 1 plus 0 ist auch die 1. Das haut schon mal hin. So, jetzt wollen wir noch das mit der Multiplikation machen. 16 mal 9, da mache ich einen Trick. 16 mal 10 ist 160 und davon ziehe ich die 16 noch einmal wieder ab. Dann geht das für mich leichter. Das ist also 150 minus 6 ist die 144. Und jetzt brauche ich das, was ist die 144 modulo die 3. Da könnte ich zum Beispiel mal die 120 abziehen, die ist sicher durch 3 teilbar, dann bleiben 24 übrig. Die 24 sind auch durch 3 teilbar, sieht man ja auch, dass das durch 3 teilbar ist. Quersumme 1 plus 4 ist 5 plus 4 ist 9, also kommt da 0 raus. So, und jetzt war die Behauptung, das kriegen wir auch durch die Multiplikation hin, sehen wir eigentlich schon oben, 16 mod 3 mal 9 mod 3. Ja, das ist ja 1, ist das erste, hatten wir gesagt, mal 0 und da kommt auch 0 raus. Das funktioniert also auch. Und das funktioniert tatsächlich immer, auch wenn wir Zahlen haben, die größer sind als der Modulo, bei dem wir gucken, dann ist das trotzdem so, dass wir sagen können, es ist egal, ob wir zuerst die Zahlen addieren oder multiplizieren und dann gucken, was ist der Rest, oder ob wir die einzelnen Faktoren oder Summanden hernehmen und da gucken, was ist da der Rest und dann diese Reste addieren, wie hier oben, oder multiplizieren, wie hier unten. Damit sind wir am Ende des letzten Teils der Lektion angelangt. Eine Anwendung habe ich noch in den Übungsteil gegeben, Prüfziffern. Ich sage jetzt Servus und auf Wiedersehen beim Repetitorium oder hier auf YouTube im Video. Und ansonsten Baba.